Hi, willkommen bei Grün Chill Barbecue und Lifestyle. Heute gibt's Garnelen im Speckmantel mit geröstetem Knoblauch und geräuchertem Knoblauch, mariniert sozusagen. Und wie ich das gerade gemacht hatte, seht ihr heute. Viel Spaß! Starten wir gleich durch mit dem Knofi. Mal die äußerste Schicht ein bisschen abschälen. Sonst der Rauch richtig gut dazu kommt. Wir wollen die rösten und ein bisschen räuchern. Macht da immer genug. Es ist eine richtig leckere Version. Dann schneiden wir die am oberen Teil einmal runter, dass wir so schön reinsehen. Und dann geht schon rüber an den Grill. Geräuchert wird heute mit Red Wine Blocks von Good Old Barbecue. Ich nehme da mal so 4 Stück. Dann natürlich ein indirektes Setup. Könnt ihr natürlich auch einen Gasgrill auch machen mit den spezifischen Tools, Räuchern und ein indirektes Setup geht natürlich auch. Und dann legen wir uns den Knoblauch auf und lassen den so bei 200 Grad circa 30, je nachdem bis 40 Minuten drin im Rauch ziehen und schön rösten. Starten wir gleich durch mit der Gewürzmischung. Sage-Trunk-Pfeffer, wer lieber Chilis hat, benutzt die Chilis. Ich bin da auf der pfeffrigen Seite. Einen Teelöffel. Dann ein Fisch- oder Wok-Gewürz. Ich habe hier das von Gole, der Starter, Wok-Starter. 2 Teelöffel rein hier. Hier hat es nochmal Knoblauch drin, kalifornischen Ingwer und ein bisschen Chili ohne Saat. Und das Ganze einmal gut durchmörsen. Einen Teelöffel Salz. Im Wokstarter hat es keinen drin. Falls ihr ein Fischgewürz benutzt, schaut, ob es da schon Salz drin hat. Ansonsten nachsalzen. Um das Ganze jetzt ein bisschen aufzulösen sozusagen, gebe ich 3 Esslöffel Apfelessig rein. Mischen das gut durch und stellen es auf die Seite, bis der Knoblauch bereit ist. Nach gut 40 Minuten schauen wir mal rein. Die blubbern schön, das sieht gut aus, richtig Rauch gezogen. Die nehmen wir raus und lassen sie mal abkühlen. Nachdem sie leicht abgekühlt sind, schauen wir mal, ob wir die rauspulen können. Die sind richtig schön weich. Nehmen wir mal alle raus. Schaut, dass da nicht so viel Schalen drin sind. Wer das ganze Rezept nachmachen möchte, ist unten in der Infobox alles beschrieben. Dann geben wir die ganze Ausbeute gleich dazu. Das sind 2 Knoblauchzehen, eine größere und eine mittlere. Schale lassen wir draußen. Und dann mörsen wir das zu einer schönen glatten Paste. Das gibt jetzt nochmal richtig Geschmack rein. Der Knoblauch ist jetzt nicht mehr scharf. Der ist ein bisschen abgemildert. Auch keine Angst vom Essig. Der wird durch die Hitze nachher neutralisiert und gibt nur noch Geschmack ab. Dann nehmen wir uns Garnelen, Krevetten, was ihr habt. Geben die Paste gleich dazu.
und marinieren die mal schön mit dem leckeren Mix hier. Das Ganze gut durchkneten sozusagen, schön verteilen, dass überall was rankommt an die Garnelen. Und dann decken wir die schön ab und lassen die mal ein paar Stunden ziehen, am besten über Nacht. Dass das gute Gewürz mal schön in die guten Stücke einzieht. Ein paar Stunden später sehen die schön mariniert aus. Dann nehmt euch Bacon. Und wickelt die mal schön ein. Natürlich die Marinade schön drin lassen. Das gibt Geschmack rein. Leckeren Knoblauch, Rauchgeschmack. Was will man mehr? Am besten einmal schön positionieren hier, 3-4 Stück und dann einfach auf zwei Seiten durchspießen. So sehen die gut aus, dann geht's ab an den Grill. Ich habe hier noch ein bisschen Restkohle drin, die wird gleich verwertet, glüht schon schön und dann legen wir die guten Spieße einfach schön auf. Und lassen die mal ein bisschen schön ziehen, bis der Bacon eine gute Kruste hat. Nach 4 Minuten drehen wir die guten Stücke. Ich würde sagen, das sieht jetzt schon fantastisch aus. Ich freue mich. Nochmal, ja, 4 Minuten. Weitere 4 Minuten später schauen wir mal von unten, wie die aussehen. Ich würde sagen, das ist perfekt, die nehmen wir raus und dann wird gekostet. Yes! So Freunde, ihr habt es gesehen, es riecht unglaublich lecker hier, wirklich. Jetzt testen wir die guten Stücke auch an. Ein guter. Innen noch schön glasig. Bacon, Knoblauch, Rauch. Mega. Wer Knoblauch liebt, muss das unbedingt testen. Garnelen und Bacon, Knoblauch. Alles in einem, was gut schmeckt. Ne? Wow. Richtig lecker. Ja, und wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen hoch, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Schreibt mal für den Algorithmus unten was rein. Würde mich sehr freuen, positiven Kommentar. Ansonsten ein gratis Abo nicht vergessen. Chopran Ciao und 2 weitere Folgen. Und bis zum nächsten Mal bei Grill & Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya! Wow. Unbedingt testen. Hammer.